Ganeera. Lume Glof Bispa. Freenip. Plu, Pluzo P, Moochie Peachy. Pulain Nagalna, Nibahana. Nubim Shoshin. Tishinbo. Kroob. Zerla. Finny Poe. Vunita Groob. Restubish Mordu. Lagort Renshu. Rivet Blanxi. Yibs. Also er ist ähnlich vertont wie im Film, also auch mit Verzerrung der Stimme, das finde ich gut. Über verdächtige Aktivitäten reden. Ich habe da ein paar Rebellen gesehen. Oh, er ist ein Hitzkopf. Hätte ich niemals gedacht. Ich habe die Filme gesehen. Das wirkt da gar nicht so. Okay, aber was soll's. Über Standort der Basis des Widerstands debattieren. Immer gut. Ich weiß nämlich nicht, wo er ist. Also ich weiß gar nicht, wo wir unser Lager haben. Irgendwo haben wir sie. Da geht er doch mal lieber. Kann man ihn wirklich an Landrate beleidigen? Geschichten konfrontieren. Wir konfrontieren ihn. Mal gucken, was passiert. Bleiben Sie mal stehen, Chef. Ich habe da was, was ich Ihnen erzählen möchte. Splorab Unabib. Barastubish za Mordu. Yabara Amiash Brob Yabosa. Um sich schlagen? Was? Was passiert nun? Red Vu. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Hilfe, ich bin angespannt. Fürchte die dunkle Seite. Dieser Sim hat den Wutanfall von Kylo Ren überlebt. Es hätte schlimmer werden können. Ich finde das geil. Wo sind wir denn jetzt? Wo reisen wir denn hin? Sie haut ab. Sie flüchtet. Aber das ist doch mal cool. Genau sowas habe ich erwartet. Ich habe sowas erwartet. Okay. Okay. Das war überraschend. Wo ist ein Hondo? Hondo, ich hab da noch was für dich. Aber ich finde sowas echt schön. Na, also, so eine Aktion finde ich immer ganz cool in Spielen, wenn man merkt, dass am Original gearbeitet wurde. Also, dass man mit Liebe die Sache umgesetzt hat. Und ja, das Ding, mit dem ich zücke das Lichtschwert und halte die Person mit der Macht fest, das war ja so in den Filmen. Ne? Und Kylo demolierte eher noch die Umgebung. Und nicht die Leute. Also, tendenziell meine ich jetzt. Was soll denn das hier? Du sollst doch das Paket abliefern. Wird's was oder liegt das daran, dass er jetzt gerade hier irgendwie... Doch, jetzt geht's. Kommen Sie mal zu mir. Ich habe da etwas für Sie mitgebracht. Aha, wir haben Interaktionsschwindeln freigeschaltet und einen Datenstift. Ich erahne hier die Möglichkeit für ein rechtschaffenes Geschäft. Äußerst rechtschaffend sogar. Ja. Ich habe irgendwas bekommen im Inventar. Einen falschen Ausweis. Das ist super. Gut. Wir haben Hunger. Wir gehen die Batu-Verkäuferin besuchen. Ich lasse sie mal machen. Wo geht sie denn da hin? Achso, hier hin. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, welches Restaurant der Sim aufsucht. Aber dieses hier suchte auf und sie kaufte sich Außenposten-Popcorn. Okay. Das mit der Wasserspende ist ein bisschen nervig, aber ist egal. Gut.
Rechnung und Co. sind nicht eingeflattert. Wollte was gucken. Was ist ein Plopsi? Was ist ein Plopsi? Durchsuchen Briefkasten mit weichem Strick. Bärenklär. Geformte Katze. Was ist denn das? Okay. Wird schon alles seinen Sinn haben. Was ist denn eigentlich hier in dieser Kiste? Ich gucke mir mal an, was passiert, wenn man versucht, die Kisten zu öffnen. Und dann sollte der Androide uns auf weiter folgen. Oder der Droide. Ich glaube, die hießen bei Star Wars ja nur Droiden. Und den müssen wir auch nochmal aktivieren. Gut, also Kylo Ren sollten wir nicht herausfordern. Das habe ich jetzt gelernt. Das kommt nicht so gut. Der macht da... Achso, er ist Schurke. Na, dann ist alles gut. Ich wollte es gerade sagen. Sie ist offen. Was ist drin? Die große Frage der Fragen. Was ist drin? Wir haben einen falschen Ausweis gefunden in einer Kiste. Na gut, das nehmen wir mal so hin. Alles gut, alles schön, dann ist es so. Okay. Schwindeln, um Credits zu erhalten. Nach Schurken fragen. Okay, okay. Ich quatsch nochmal über die erste Ordnung mit dem. Es interessiert mich mal, was der zu erzählen hat. Na, er ist ja ein Sturmtruppler, deswegen dem wird es sicherlich nicht so schwer fallen, über seinen Arbeitgeber zu erzählen. Irgendwas. Wenn du dich uns anschließen möchtest, sprich mit Lieutenant Agnon im Bezirk der ersten Ordnung. Also kurzum können wir auch theoretisch, wenn wir den Widerstand durch haben, denke ich, die Seite wechseln zum Freischalten der dementsprechenden Kleidung. Wäre vielleicht sogar ganz nett, weil ich finde diese Kleidung ja auch sehr, sehr hübsch. Du benötigst einen maximalen Schurkenruf, um mit dem Millennium Falcon auf Erkundungsflug gehen zu können. Sprich mit Hondo in Ogas Kantina. Ach. Okay, verstehe. Verstehe. Gilt das auch, wir waren da zwar schon 300 Mal, aber gilt das auch für das Fluggerät bei der ersten Ordnung? Deswegen nochmal den Weg dorthin. Wie gesagt, interessiert mich nur, ob das auch dort gilt. Wo ist es denn? Da. Erkunden. Es ist ein maximaler Ruf bei der ersten Ordnung erforderlich, um mit der Thai Echelon auf Erkundungsflug zu gehen. Sprich mit Lieutenant Agnon außerhalb der Frachthalle der ersten Ordnung, um mehr zu erfahren. Tatsache. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Also hier ist Kylo. Ja. Mich interessiert's nur mal. Kann ich denn? Ich habe ja schon ein bisschen Ruf bei den anderen aufgebaut. Wo ist denn der Lieutenant? Wenn man ihn mal braucht, ist er nicht da. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade wirklich nicht. Ich suche das rote Symbol über dem Kopf von irgendjemandem, aber... dann gehen wir mal hier hin und warten. Der wird doch noch auftauchen, der Lieutenant. Ich meine, Kylo ist da. Aber er gibt keine Aufträge, deswegen müssen wir auf den anderen warten. Der aus irgendeinem Grund... Da ist er. Da steht er ja. Tatsache, wir können nach Missionen ihn fragen. Mich interessiert es nur, ob man wechseln könnte. Oh,
Er hat mal wieder den Folgenbefehl vergessen. Oh, geht nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil wir keinen guten Ruf haben. Ist der Weg um dich im... Okay. Hier steht nämlich, sich der Ordnung anzuschließen, ist der erste Schritt auf dem Weg zum Ruben. Aber das scheint nicht zu gehen, weil wir ja einen negativen Ruf haben. Nö. Geht nicht. Okay. Ich dachte, man hätte die Möglichkeit zu switchen. Aber anscheinend nicht. Na gut, macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich guck mal, hier ist ein Fragzeichen. Drei Fraktionen. Schurken kann sich unabhängig von den beiden anderen Fraktionen verbessern oder verschlechtern. Wenn sich dein Ruf beim Widerstand verbessert oder verschlechtert, wirkt sich dies entsprechend auf deinen Ruf bei der ersten Ordnung aus und umgekehrt. Fahre über die einzelnen Rufleisten, um zu erfahren, was dein Sim beim Erreichen der nächsten Level erhält. Okay, also kurzum, da scheinen wirklich nicht umkehrbare Entscheidungen zu sein, was ja auch nicht so, so schlimm ist. Sie schwärmt jedoch die ganze Zeit immer von der ersten Ordnung ihrem Druiden vor. Das ist ja auch nicht schlecht. Na gut, dann ist es so. Wir müssen sie nochmal unter die Dusche schicken. Mach ich mal. Gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir wollten ja den Widerstand, wie gesagt, machen. Es kann sein, dass ich irgendwann noch einen zweiten Sim nehme und den mal hier durch die erste Ordnung schicke. Beziehungsweise ich google mal nach dem Stream, ob man die Seiten irgendwie wechseln kann, weil mich das einfach mal interessiert. Bisher war es ja so, man kann im Prinzip immer alles machen. Aber muss ja nicht stimmen. So, wir machen uns mal frisch. Und dann würde ich sagen, wir kehren zum Widerstand zurück und machen noch ein Missionchen. Irgendwie. Wobei, vielleicht kann man sogar, das ist nur so ein Gedankenspiel, kann man beim Widerstand vielleicht die Werte irgendwie, also den Ruf schlechter machen, ich weiß es nicht so richtig, mit irgendeiner Aktion, die man machen kann, müsste man eigentlich mal testen. Irgendwie. Weiß ich, Kiste klauen oder sowas. Aber eilt ja alles nicht. Ne? Also es ist ja alles schön langsam und mit der Ruhe. Wir machen jetzt erstmal die Widerstandssache. Es hatte mich nur gerade eben mal interessiert, ob man durch die Fraktion wechseln kann. Weil bei Star Wars gibt es ja den einen oder anderen Überläufer. Zwar meistens von den bösen Fraktionen, also dem Imperium oder der Ersten Ordnung zum Widerstand, aber gehört halt irgendwie auch zur Geschichte. So. Zum Widerstand. Was ich mir gerne kaufen würde am Holotisch des Widerstands, ist die DL-44 Blaster-Pistole. Beim letzten Mal war sie noch ein bisschen teuer, aber wir haben ja mittlerweile ein paar Credits angehäuft. Und ich würde ganz gerne mal gucken, wie das so ist. Ob die wirklich verwendet werden kann oder nicht. Interessant, dass wir jetzt immer hier spawnen. Das ist neu. Okay. Widerstandsausrüstung kaufen. Widerstandsmission. Ach, guck mal, man kann da auch Missionen annehmen. Gucke ich mir gleich mal an. So. Gut, gehen wir mal in den Bunker. Ich folge ihr mal mit der Kamera ganz unauffällig.
Also ganz, ganz unauffällig. So, es geht nach unten. Der Kollege da hinten ist ein anderer Kollege als vorhin. Vorhin war es ein Twi'lek, jetzt ist es ein anderer, der da die Monitore im Auge behält. Aber wir wollten was kaufen. Und zwar wollten wir eine D1144, weil da stand ja, dieses Objekt kann bei den Abenteuern auf Batuu eingesetzt werden. Bin ich schon gespannt, wie das gehen soll. Und einen Thermaldetonator würde ich auch ganz gerne kaufen. Für den Fall der Fälle. Und hier Fähnchen, um euch zu Hause deiner Zugehörigkeit zum Widerstand zu demonstrieren. Es gibt den klassischen Bild in Rot. Das Logo ist rot. Und es gibt das neue in Gelb. Ich nehme mal klassisch mit. Ne? Wobei, ich überlege gerade, wir sind in braunen, beigen Farben unterwegs oder auch Orangetöne sind drin. Ist ja diese Optik, ich sag jetzt mal Hawaii-Optik. Da wohnt sie ja. Ah, es könnte auch sein, dass das gut passt. Wir nehmen aber das erstmal so. Wir können ja wieder herfliegen. So, Auftrag erledigt. Alles wurde geliefert. Zu Favoriten hinzufügen. Weil sie kann das jetzt nicht spontan verwenden. Na gut, ich nehme es erstmal hin. Es kann ja sein, dass wir das später brauchen. Okay, sie redet jetzt mit Wie. Das ist im Prinzip auch eine gute Variante, dass sie das tut. Denn wir kriegen hier hoffentlich gleich eine Mission. Yep. So. Einmal die Mission, bitte. Also, was haben wir denn? Wir hätten... Oh, es geht sogar mit ihr weiter. Der Überläufer. So viel zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem wir wechseln die Seiten. Ich habe einen Kontakt bei der Ersten Ordnung, der zu uns überlaufen will. Er hat neue Informationen und möchte sich mit dir in der Kantine treffen. Die Person wird sich dir nicht bekannt machen. Denn Diskretion ist einfach alles. Du musst mithilfe des Holotisches die richtige Person identifizieren. Man weiß schließlich nie, wer alles mithört. Okay. Das ist die Hauptmission. Soweit ist klar. Ansonsten haben wir halt Nebenmissionen, die wir auch machen können. Ich finde es übrigens ganz niedlich, dass diese Missionen offen bleiben. Wir machen mal die Hauptmission. So, ich wusste, dass du bereit bist für die Herausforderung. Benutze zunächst unseren Holotisch. Du findest ihn im Bunker des Widerstands. Finde so viel wie möglich über den Überläufer heraus, vor allem, wo man ihn finden kann. Das wäre sehr nützlich, wenn wir das wissen. Gut, na dann. Der Überläufer. Der Holotisch. Beschreibung des Überläufers abrufen. Eine Sache wollte ich mal gucken. Hier liegt ein Fernglas rum. Okay, das können wir uns nur ansehen. Mich hatte interessiert, ob wir das irgendwie mitnehmen können oder sowas, aber nö, können wir nicht. So, wir haben noch 2 Tage Urlaub. Mehr haben wir nicht. Sie ist schon kommen, dass wir bald, sehr bald sogar, weiterreisen müssen. Also, einmal wieder zurück in das normale Spiel, um dann ein wenig den normalen Alltag zu erleben. Und dann geht's weiter. Wir haben Informationen erhalten, dass der Name des Überläufers Cora Arell sein soll. Sie hat lockige Haare und hält sich häufig in Ogas Kantine auf. Na dann reisen wir doch mal in die Kantine. Okay. So, da ist die Kantine. Und dann gucken wir uns das mal an. Ah, die Musik hat schon was. So,
Der Überläufer. Die Mission läuft. Blend mir mal hier den Text ein. So, Cora Arell. Na dann, setzen wir uns mal in die Kantine. Bestellen ein Getränk. Und zwar einen Carbon Freeze. Sehr schön. So, sie ist es nicht. Das ist ein Mann, der kann es nicht sein. Dann warten wir mal auf unseren Kontakt. Würde ich vorschlagen. Bingo. Wir können uns mal... Ahoi, Kamerad. Warum eigentlich Ahoi, Kamerad? Keine Ahnung, aber wir sagen das mal. Hi. Und dann fragen wir mal nach... Sie wollten überlaufen. Wir machen das so gerne mit. Oh, sie nimmt auch ein Getränk. Sehr schön. Also, ich habe gehört, Sie haben genug von der Ersten Ordnung. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich. Na, bist du denn jetzt die Überläuferin oder nicht? Psst, ich bin der Sim, den du suchst. Wir müssen vorsichtig sein. Die Erste Ordnung lauert überall. Komm wieder zu mir, wenn du bereit bist. Dann gebe ich dir die Geheiminformationen. Aber ich bin sowas von bereit. Gib mir die Informationen, die du hast. So, da stellen wir uns mal schön brav hier in die Ecke. Okay, komm. Worum geht's? Ja. Ja. Hm? Sie redet zu mir. Ja, also zu dem vor dem Bildschirm. Oder zu euch. Die Erste Ordnung entwickelt einen Plan, um den Widerstand in große Schwierigkeiten zu bringen. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie eurem Versteck näher kommen. Du musst schnell handeln, um sie aufzuhalten. Sie kennen keine Gnade. Hallo? Guten Tag, Soldat. Wir haben nicht über sie geredet. Wirklich nicht. Kann ich da irgendwie mit eingreifen? Nö. Aber wir konfrontieren ihn. Der hat die Kollegin angegriffen. Das machen wir gar nicht. Wir sind da sehr, sehr, sehr dagegen. Komm. Warum geht denn das nicht? Jetzt. Kein Weg. Warte, jetzt nochmal. Nein, immer noch nicht. Wahrscheinlich, weil sie den verhaftet oder weil die beiden da irgendwie zusammenhängen. Ah, hier hängt irgendwie die Animation, glaube ich. Nee, sie wurde abgeführt. Das ist ja was. Okay, die wurde verhaftet. Die arme Frau. Okay, wir haben ein Problem. Wir reisen. Ganz schnell reisen wir in das Versteck des Widerstandes und teilen ihnen mit, dass die Erste Ordnung uns auf den Fersen ist. Das ist gar nicht gut. Gar nicht. Noch nicht einmal ansatzweise. Es wird langsam dramatisch. Aber nur langsam. Für Sim-Verhältnisse. Guten Tag, wir landen hier. Wo ist unser Kontaktmann? Unsere Kontaktfrau, Entschuldigung. Die steht hier, wir machen Bericht erstatten und werden jetzt erzählen, was wir alles gehört haben. Wo ist eigentlich mein Astromech? Ray, die muss erstmal trainieren. Sehr gut. Sehr hübsch, dass Ray das macht. Aspenor, Zack.